Hallo meine Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu TNT One. Ist eigentlich ganz einfach und das Spielprinzip kennen bestimmt sehr viele. Hier gibt es mehrere Plattformen und wir müssen halt darauf achten, dass wir... Wow. Als letztes auf der... Oh fuck! Scheiße, okay, jetzt bin ich auf die letzte Plattform. Oder? Gibt's danach noch? Es gibt noch eine. Genau, und ja. Als letzter runterfliegt, oder besser gesagt, als letzter übrig bleibt. Mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, wir machen natürlich beim Laufen, machen wir natürlich die TNT-Blöcke kaputt. Ja, scheiße. Okay, das hat aber übelst viele Ebenen. Okay. Wir müssen jetzt aufpassen. Oh, ja! Oh fuck, okay, das ist schon das Ende. Oh krass, da sind voll viele noch oben. Okay, sieben Spieler sind noch übrig. Vier sind noch hier, also okay. Fünf Spieler sind noch übrig. Komm, Top 3 wenigstens. Da war die Lücke zu groß. Play again. Ja, macht eigentlich voll Spaß, wenn man nicht so dumm ist. Und oh, guck mal, der Text klappt sich sogar. Ey. Okay. Jetzt geht's los. Jetzt ist der Sieg in der Tasche. So, schön gechillt hier laufen. Ich glaube, wir müssen gar nicht rennen. Schön gechillt. Einfach nur aufpassen, dass wir keinen Quatsch bauen. Und ich bin runtergeflogen. Ich habe Quatsch gebaut. Okay, gechillt rennen ist dumm. Okay, wir rennen lieber. Hier längs. Oh nein, ich habe in der Testphase versucht, einfach stehen zu bleiben. Und ja, habe mir so gedacht, komm, bleibe ich einfach AFK, weil ich auf der ersten Ebene noch alleine drauf war. Geht natürlich nicht. Das hat einfach den Grund, man wird dann ja gekickt, weil man AFK ist, dass man nicht einfach auf einer Ebene einfach stehen bleiben kann. Ah, kacke, okay. Ah, Mist. Okay, den wollte ich jetzt nicht hinterher rennen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt schon hier sehr weit unten. Und vor allen Dingen die Ebene unter mir wird ja jetzt schon kaputt gemacht. Ne? Das ist das Problem. Ja. Ich hätte springen müssen sollen. Können. Okay. Vier Spieler. Drei. Zwei. Okay. Das Problem ist, der letzte Spieler wird nicht mit auf meiner Ebene sein, aber kann natürlich auch sein, dass er mir jetzt hinterher rennt. Ich bleibe jetzt auch nicht stehen. Da ist er. Hä? War der das gerade? Hä? Hat er ge... Okay, diese auf Platz 1 gekommen. Die hat gecheatet. Die ist rumgeflogen. Die ist doch definitiv rumgeflogen, oder? Okay, das müssen wir jetzt mal beobachten. In dem Spiel jetzt. Ist sie noch mit drin? Achso. Okay, neue Lobby. Okay, ist eine neue Lobby. Schade. Ich wollte das unbedingt jetzt mal... Wo ist hier TNT? TNT? Okay, die Blöcke gehen auch kaputt. Okay. Gut. Aber wir werden jetzt erstmal schön am Rand bleiben. Was? Ja, hätte klappen können, aber ich habe mich mega dumm wieder angestellt. Geht das? Geht sogar, aber bringt mir leider nichts. Okay. Alle hopsala, hopsa, 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 hopsa.
Nee! Och Mann, hör doch nicht einfach auf zu rennen. Was ist denn das? Bleib doch einfach ein Running-Modus. Du ekliger Lausebub, du. Okay, hoppsala. Okay, wir machen jetzt einfach mal den Rand kaputt. Wir machen jetzt erstmal den Rand kaputt. Weil manchmal ist es gar nicht so schlecht, wenn man auf der letzten Ebene ist, weil die Leute, die über uns sind, die fliegen natürlich irgendwann auch durch. Ne? Oder ich fliege einfach durch. Play again. Okay. Es macht Spaß, ne? Das Spiel gibt's auch bei, wie heißt das? Vollgeist, glaube. Ist ein ganz cooles Spielprinzip. Gibt's halt schon, das Spielprinzip an sich gibt's ja schon sehr lange. Ist ja jetzt irgendwie nichts Neues, aber ist ein ganz cooles Spiel. Ich bin schon so dumm, nur an die Leiter zu kommen, ne? Weil manchmal, habt ihr das gerade gesehen, manchmal fängt er an zu rennen. In dem Moment, wo ich das gar nicht will. Und in dem Moment, wo ich das will, macht er das halt nicht. Wieso hör... Ach so, fuck! Ach, da haben die mich verarscht, Mann. Die Leiter ist auf der anderen Seite. Okay. Uah. Wieder runtergefallen. Mann! Mutti! Ach, schade, okay. Oh ja, aber die erste Ebene. Krass, guckt euch mal die. Wie groß ist denn die erste Ebene, bitteschön? Gut, wir werden. Ein ganz witziger. Und wir werden jetzt einfach gucken, dass wir am Rand mitbleiben erstmal, ne? Dass wir uns dann einfach zur Mitte arbeiten. Okay, der Rand ist hier schon ganz schön demoliert. Ist aber nicht schlimm. Wir haben hier noch Platz. Wir haben hier noch Platz. Hier können wir noch ein bisschen arbeiten. Wir haben noch genug Rand. Okay, wir sind noch auf der ersten. Okay, wir sind die einzigen auf der ersten Ebene hier. Okay. Dann sollten wir mal gechillt laufen. Jetzt einfach so lange wie möglich auf der ersten Ebene bleiben. Das Problem ist, wie schon gesagt, es kann gleich passieren, wenn die natürlich die anderen Ebenen komplett kaputt machen. Kann es natürlich passieren, dass ich komplett durchfalle. Ne? Aber mal gucken. Mal gucken, wie lange wir auf der ersten Ebene hier überleben. Okay, hier haben wir. Oh, wow, wow. Hier haben wir ja auch noch eine ganz schöne Fläche. Guck mal. Nee, nee, die ganze Zeit rennen. Das ist doof. Hier muss ich springen. Scheiße. Aber war nur eine Ebene. War nur eine Ebene. Ich dachte, ich falle jetzt komplett durch. Oh ja, hier haben wir ja auch wieder Platz. Hier haben wir wieder Platz. Platz, Platz, Platz. Okay. Ich hab gewonnen, ey! Geil, cool. Geile Scheiße. Sehr schön. Da haben wir zumindest eine Runde bis jetzt geholt. Mal gucken, ob es noch mehr werden. So. Mal kurz hier gucken. Aber immer dieselbe. Nee, warte mal. Warte mal, hier hoch. Nee, nicht da lang, oder? Hier lang.
Ich bin jetzt schon überfragt, wie es weiter. Hä, warte mal hier. Ach, okay, das ist die Lobby hier. Mann! Boah. Nee, ich bin also, nee, was Minecraft angeht, so bauen und sowas kein Problem, aber hier, ne? Adventure Maps, nix für mich. Oh, ich war sogar dran. Mann. Da. Ich bin die ganze Zeit... Oh, Mann. Oh, ey, komm, immerhin komme ich schon mal so hoch, ne? Muss man dazu sagen, immerhin, ne? Scheiße. Ich glaube, das muss man in A1 machen. Und jetzt hat er wie... Es ist ja wieder nie losgesprintet. Du gehst mir echt auf den Sack manchmal, ne? Echt schön, mehr als springen oder lossprinten kann ich halt nicht. Wenn er das nie will. Jo, geht denn? Ach du Scheiße, okay, warte mal. Mutti! Okay, eine sehr kleine. Könnte größer sein. Das kriegen wir hin. Boah, ich hoffe, die anderen Flächen sind ein bisschen größer. Das könnte lustig werden. Das könnte eine sehr kurze Runde werden. Dafür, dass wir immer 50 Minuten, wow, in der Lobby sind. Okay, schon runtergefallen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das ja hin, dass einer komplett durchfällt. Und direkt auf die Nähe. Wo? Das meine ich. Das ist echt assi, ne? Das ist richtig scheiße. Das ist richtig, richtig, richtig scheiße. Wenn man scheiße aufkommt. Na gut. Mutti, hör auf damit jetzt. Ali hopp, Ali hopp, Ali hopp. Kannst du dich mal? Danke. Wieso schaffe ich noch nicht mal mehr jetzt den Sprung? Was ist denn los jetzt mit mir? Ach, leck mich doch. Okay, das ist eine große Ebene. Ja, ich würde sagen, wir machen wieder die Ränder, ne? So, wir bearbeiten wieder die Ränder. Da können wir auch wieder langsam laufen. Wir laufen mal langsam. Wir laufen mal schön geschmeidig, schön gemütlich. Wir haben keinen Stress. Hat er sich gerade selber irgendwie runtergebaut? Scheint so, ne? Sind wir schon am Anfang, ja, ne? Müsste mein Laufweg gewesen sein hier. Gut. Wir arbeiten uns einfach wieder von Rand zur Mitte. Oh, diesmal halten sich aber hier ein paar Leute, ne? Wir müssten hier oben noch zu dritt sein. Oder auch nicht? Sind die gerade alle runtergefallen, oder hä? Oder verstecken die sich, die Lümmel? Ach du Scheiße, habt ihr die untere Ebene gerade gesehen? Üff! Die haben sie ganz schön demoliert, ne?
Die rabaugen die. Na gut, okay. Kriegen wir schon hin. Na gut, auf der unteren Ebene sind noch zwei. Meine Nase juckt gerade. Das ist gerade echt doof. Hör auf zu jucken. Ach scheiße, das ist das, was ich halt meine. Ach Mist. Jetzt bin ich halt komplett runtergefallen. Ja gut, dann können wir schon mal die Ebene hier kaputt machen. Okay, einer ist noch mit mir auf der Ebene. Oh fuck. Schön gemütlich. Wie schon gesagt, wir haben Zeit. Keiner stresst uns hier. So. Machen wir den Weg hier. Der eine ist halt noch oben, ey. Kann er mal runterfallen? Ich hab jetzt Glück und der fällt ganz runter. Das wäre natürlich auch Schniege. Okay, wir sind zu dritt hier auf der Ebene. Oh, guck mal. Oh ja. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, aber trotzdem wieder schön gechillt. Nein, die Dinger waren jetzt vorbei. Oh nee, oder? Als ob die Dinger genau in dem Moment, wo ich gesprungen bin, weg waren. Ja, wie kommen sie von da aus weiter? Gibt es da einen Weg? Na komm. Nee, nee, wirklich. Okay. Na, ich bin eh zu doof dafür. Ich bin ohne Mist Adventure Map, ne? Würde ich komplett versagen. Wie schon gesagt, das Einzige, was ich in Minecraft wirklich kann, ist bauen. Aber das war's auch wieder. Oh, der eine ist jetzt extra runtergesprungen, okay. Wiemer. Du kleiner Wiemer, du. Genau, Wiemer wollte ich sagen. Du bist ein kleiner Wiemer. Oder Wiener. Wiener geht auch. Wiemer oder Wiener. Könnt ihr euch aussuchen. Und wieso baut der, will der mich hier zubauen? Das Einzige, was mich immer schon in Minecraft gestört hat, dass der Flow, ne, beim Springen, das bremst halt, du bremst halt so ein bisschen beim Springen ab. Aber ich glaube, ich bin der Einzige, den das so ein bisschen stört. Ja. Ein bisschen, also ich versuche hier meine Skills auszupacken. Problem ist, ich brauche natürlich da auch für Skill. Dip, dip, dip. Okay, konnten wir es noch retten, alles gut. Dip, 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 dip. Okay, noch sind wir oben. Und wir sind nur noch zu zweit. Aber der hat natürlich jetzt eine ganze Ebene für sich, also das heißt, er kann auch in Ruhe machen. Ich hab gewonnen! Gib High Five, Mann! Mann! Kommt man hier höher? Nee, ne? Ich will es auch gar nicht erst versuchen, weil ich blamier mich nur. Das ist das Höchste, wo man hinkommt, oder was? Okay. Na gut. Weißt du, das lächelt mich halt die ganze Zeit so an. Ich will es halt unbedingt machen, ne? Aber ich weiß, ich bin übelst kacke. Sag ich doch. Ich bin halt unfassbar kacke.
Ach, leck mich doch. Guck jetzt die Säule an. Ich bin böse auf mich selber. Sauer, Mann. Alle mobben mich hier im Internet. Ey, guck mal, neue Freunde. Hallo. Ich bin der Günther. Ich komme öfters vorbei. Dann nicht. Okay. Ich bin eins mit dir. Ich bin in deinem Körper. Geil. Ist man so eigentlich besser? Also man immer so weiß man ungefähr, wann man abspringen muss, finde ich. Die ersten springen wirklich aus der von der Ebene direkt runter, ne? Die wollen halt die anderen Ebenen kaputt machen, glaube, dass man sehr sehr weit fliegt, ne? Was ja gar nicht so dumm ist eigentlich. Ah! Oh, ich wollte gerade sagen, lol. Mit meinen. Ah, lol! Oh! Ach, der war noch. Nein! Ich dachte, der wäre übelst weit runtergeflogen. Ich dachte, ich wäre alleine auf der Ebene. Dann macht er hinter mir alles kaputt. Der Spinner. Der hat doch eine Macke, der hat doch eine Meise, der Typ. Ja, gut, okay. Problem ist, der hat halt da oben absolut keinen Druck jetzt, ne? Der kann jetzt alles in Ruhe zerstören. Aber ich werde jetzt mal versuchen, hier alles zu zerstören, dass er kaum noch Möglichkeiten hat, irgendwie wegzujumpen. Weil die Ebene da oben ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als meine Ebene hier. Ich mache mir gerade selber alles irgendwie so ein bisschen weg, ne? Also verbaue mir gerade selber hier alles. Das ist eigentlich nicht so gut, was ich hier gerade mache. Ah, der scheint gar nicht mehr über mir zu warnieren. Der scheint aber gar nicht mal über mir zu sein. Wenn noch ist alles in Ordnung. Noch ist alles in Ordnung. Wir haben hier noch... Ey! Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben hier noch Platz. Und ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns definitiv dativ, akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!